Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Mass Effect 3. Wir befinden uns gerade auf der Heimatwelt der Asari, die angegriffen wird. Da läuft ein Reaper. Der schießt auf diese wunderschönen Gebäude und macht alles kaputt und ja, wir sind hier. Unsere, wie heißt sie? Habe ich vergessen, unsere Asari. Oh mein Gott, ich kann mir den Namen nicht merken. Unsere Asari, Lyra, ist völlig hinüber. Die leidet schwer darunter zu sehen, dass ihre Heimatwelt beschossen wird. Und das ist auch wirklich gut zu verstehen. Wir sind hier, um ein Artefakt zu finden, mit dem wir hoffentlich die Waffe der Proteaner gegen die Reaper fertigstellen können. Und ja, ich würde sagen, weniger schnacken, weitermachen. Gehen wir da hoch. Wir müssen in einen, genau, Außenposten Türkis. Da müssen wir hin. Da soll dieses Ding sein. Wie wir da hinkommen, weiß ich nicht genau. Flugzeug? Ah ja. Oder? Oha. Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Ja. Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ja. Ja, es ist hart, aber ohne deren Hilfe kommen wir nicht rein. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwan, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden, hier Taylor 1, bin unterwegs. Oh, nicht, dass der abgeschossen wird. Wow. War so klar. Was immer Sie auch vorhaben, machen Sie sofort. Los, Commander, ich decke Sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. So, danke. Wo ist denn hin? Diese Irre. Ah, komm, wir machen mal hier. Sniper-Gewehr. Uff! Meine Güte, das macht kaum Schaden irgendwie. Ja, doch, irgendwie schon, aber. Stirb! Barrierenmotor, was? Ich steige doch wieder um. Meine Güte, was ist hier? Was ist hier los? Was war denn das? Wo bin ich überhaupt? Jetzt hast du mich auch gerade böse erwischt. Du, meine Güte. So. Keine Raketen mehr. Wechsel zum Geschütz. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Tja. Übel, ey, übel. Vorwärts. Wo ist der Reaper? Ist weg. Ja, ja. Der Reaper ist gerade weg. Der taucht bestimmt wieder auf. Ein Upgrade. Vorsicht, weitere Feinde voraus. Achtung, da kommt noch mehr von den unheimlichen toten Typen. Unheimliche tote Typen, ja. Gegner greift an. Oh. Bis ich ihn abgeschüttelt habe. Oh. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Da. Oh mein Gott, ey. Völlig hinüber. Verwüste. Oh mein Gott. Oh mein. Weißt du, die Reaper haben Luftunterstützung angefordert. Ja, kann man wohl sagen, anscheinend. Ja, wie kriegen wir das am besten jetzt hin? Ich bin tot! Fast! Hat jemand unsere Pilotin gesehen? Ich fühle mich so einsam. Ja. Halten Sie die Köpfe unten. Ja, aber das tut weh, aua! Zurück in Position, machen wir ein paar Löcher. Da ist sie. Oh, da ist sie, die Pilotin. Sehr gut. Gut.
Gegen den kann man nichts machen, glaube ich. Ich habe Probleme. Meine Schilde wurden soeben beschädigt. Und sie ist weg. Oh. So viele Opfer. So viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Oh Mann. Wie schlimm ist es? Oh Mann, wo muss er hin? Da. Asari. Das ist echt hart. Wo ist dieser Mistkreeper hin? Weg. Gut, guck doch mal. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Lassen Sie mich mal sehen. Aha. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Was verstecken die wohl da drin? Vor allem, weil nur noch wenige der Athame-Doktrin folgen. Aha. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Ist da jemand? Schlechter Voodoo. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Ja. Artefakte untersuchen. Gut, dann gucken wir uns die Artefakte mal an. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist eine Skulptur von Lucen, einem von Athames Dienern, der unter meinen Vorfahren wandelte und ihnen Wissen vermittelte. Proteaner? Sieht ganz stark nach Proteaner aus. Nicht notwendigerweise. Womit haben wir es hier zu tun? Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athame. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Ja. Oh. Man beachte ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer war das? Was soll das denn sein? Die Göttin Athame selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Ist doch irgendwie ziemlich viel Aufwand für eine tote Religion, oder? Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Oha. Ah, hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? Was? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Wenn er so ist wie der Mars-Sender, könnte das der Jackpot sein. Da kann man schon mal den Mund halten. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Taha! Sie sollten das Wissen teilen! Ja. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie haben gesagt, das Ding gäbe es schon eine ganze Weile, Doc. Das Geheimhalten und niemand erfährt, was ihre Leute rausgefunden haben. Das macht es noch nicht wahr. Wozu leugnen? Ich wäre stolz. Man klaut dem Ding hin und wieder was und ist damit der Chef der Galaxie. Ja. Und das sind sie doch praktisch, nicht wahr? Wenn das stimmt, hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Dann hätten wir nicht diesen Schlamassel. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Und vor allem, sie kann nichts dafür. Wir haben nicht viel Zeit, um es rauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das der Punkt. Ach, das ist der Sender. Bei der Göttin. Buchstäblich. Achtung, es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für eine Proteanerin zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Stimmt. Da war ja was. Ewig her. Wow. Suchen Sie weiter. Hier ist nichts. Wenn wir das hier rauskriegen, ist der Krieg vorbei, stimmt's? Wir stellen den Tiegel fertig und schicken die Reaper zurück in die Hölle. Gleich, das Ding fährt hoch, ich spür's deutlich. Gleich kracht das ganze Ding kaputt und also platzt auf und dann kommt dieser Sender dabei raus. Eigentlich finde ich es schade, dass es kaputt geht, aber gut. Da muss er wahrscheinlich Prioritäten setzen. So, jetzt haben wir noch irgendwo so ein Ding. Ich kann nicht glauben, dass der ganze Tempel nur Tarnung ist. Geheimnisse versteckt man ab. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Nö.
Die war's, würde ich sagen. Da fehlt immer noch was. Fehlt immer noch was. Aber, warte mal, gibt's hier noch, überhaupt noch? Da hinten noch? Das ist keine Verbindung. Warte, keine Verbindung. Suchen. Gut, hier vorne vielleicht? Es muss hier irgendwo noch eine geben. Ja, suchen Sie weiter. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Wow, was ist das? Oh, kaputt. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Oha. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... Uff. Lange geben. Nee. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nein! Moment. Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tigel fertigzustellen. Ein Proteaner. Sieht aus wie ein Geist. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tigel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Warum haben die Proteaner den Tigel zu ihrer Zeit nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Die hatten es wohl mit ihrem eigenen Unbekannten zu tun. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Angriffe der Reaper. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Und wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Also... noch jemand oder etwas über den Reapern, der die Reaper nutzt, um die Galaxis immer aus zu vernichten? Es ist doch nicht vorbei! Noch sind wir nicht vernichtet. Wir bekämpfen die Reaper genau jetzt. So wie jeder Zyklus, aber Widerstand reicht nicht aus. Mit konventionellen Methoden sind die Reaper nicht zu besiegen. Das wissen wir bereits. Deshalb bauen wir den Tigel. Wir haben ihre Pläne gefunden. Der Tigel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Ah! Oh! Okay, das ist nicht das erste Mal. Ach du Schande. Komm, los, geben Sie uns eine Chance. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tigel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Was? Wer wo? Wer ist indoktriniert? Der. Die toten Wissenschaftler. Ah. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Der Unbekannte. Shepard. Der ist also in. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zu ihrer Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten.
und nichts bliebe übrig. So, auf wessen Seite stehen sie? Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was will denn der eigentlich? Wieso schießt der die ganze Zeit in unseren Krieg rein und hilft uns nicht? Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein, Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Die Reaper machen's richtig? Sie sind indoktriniert. Sie tun genau, was die wollen. Genau wie Sie. Zeitverschwendung für einen bereits verlorenen Krieg. Ich kämpfe wenigstens. Sie sollten sich zügeln. Ich bekämpfe die Reaper länger, als Sie sich vorstellen können. Was? Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Wer ist der überhaupt? Ich meine, was ist der überhaupt? Und was labert er? Er bekämpft die Reaper, aber er stimmt ihnen zu und sie... Was? Früher hätte ich das geglaubt, aber Sie sind zu weit gegangen. Shepard, das ist zu groß für Sie. Es kommen Entscheidungen, die Sie gar nicht treffen können. Oh, ich habe schon schlimme Entscheidungen getroffen. Ich werde Sie als Mensch treffen, nicht als Reaper-Marionette wie Sie. Nein, es gibt einen besseren Weg. Die Menschheit kann viel mehr sein. Ich stelle den Tiegel fertig und schicke die Reaper zurück in die Hölle. Das lasse ich nicht zu. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihr ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Oh oh. Kai Leng! So, mal gucken, was der kann. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Was? Jäger! Jäger! Ei! Okay. Alles in Ordnung! Wo ist er hin? Da ist er hin. Ah. Wir sind langsamer als ich gedacht. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz! Feuerschutz. Der Jäger geht in Stellung! Okay, der Jäger hat mich erwischt. Der muss sich wieder aufladen. Das ist eine Scheiße, ey. Warte mal, kann man vielleicht... Gehört Shepard mir. Jetzt hat der Spaß für Sie ein Ende, Shepard. Wirklich schade, dass die Guten immer... Wo lädt er sein Schild immer auf? Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisieren. Uff. 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 Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Uff. Was jetzt? Er klaut die Daten? Oder er löscht sie vielleicht sogar? Wo bin ich? Nicht tief genug gefallen. Los, komm, Kopfschuss. Im richtigen Leben würde ich das sowas von nicht schaffen. Schießen ab. Ach, Shepard! Er ist weg. Oh Mann.
Er hat die Daten geklaut. Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole, ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, geben Sie mir... Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment, da kommt ein Reaper. Bitte, ist da jemand? Ich... Oh Gott, nein! Was zur Hölle labert der Typ immer? Ich bekämpfe die Reaper schon viel länger, aber er arbeitet mit... Ich kapier's nicht. Der ist mir weit voraus, glaube ich. Oh Mann. Nicht erfolgreich gewesen. Commander Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Oh. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin? Schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden... Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Ich... Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es... Tut mir leid. Was für ein Rückschlag. Aber das ist sehr gut gemacht in diesem Spiel, dass es auch Rückschläge geben kann. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Wo ist der Unbekannte? Wer ist der Unbekannte? Nun, etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher. Aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Ma'am. In der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Ja, das ist gut. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur. Und die wollen wir nicht wieder verlieren. Es ist eine schwache Spur, aber ich bin dabei. Spur ist Spur. Cerberus wird uns nicht aus dem Spiel drängen. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Oh, jetzt ist sie aktiviert. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Schon wieder! Jedes Mal will er ein Update haben. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ja, einfach war es nicht. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia,
und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kyle Lang hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Der ist Londoner. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Tja, der Untergang von Tessia. Hart. Ich will mal gerne kurz gucken, ob wir da was finden können. Im Codex. Oh, ich habe es ja gefunden, glaube ich. Der Untergang der Erde. Die Reaper eroberten die Erde innerhalb weniger Stunden. Go, das ist schon lange hinter... Das war ja schon in Folge 1. So, Tessia. Der Angriff auf Tessia verlief nicht so reibungslos wie die Militärschläge der Reaper gegen andere Völker. Während diese sich den Reapern direkt gegenüberstellten, führten die Asari Kommandoaktionen durch, um den Feind zu entnerven. Wir entnerven euch! Durch diese Guerilla-Taktik ein Reaper-Schiff sprengen und dann in die ULG springen, wo sie nicht verfolgt werden konnten, zwangen die Asari die Reaper dazu, in der Defensive zu bleiben. Unglücklicherweise konnten sich die Reaper aufgrund ihrer größeren Truppenstärke ein gewisses Maß an Verlusten leisten, sodass sie schon bald die Angriffe gegen sie einfach ignorierten und dann begann, Tessia aus dem Orbit zu bombardieren. Das wiederum zwang die Asari dazu, ihre Heimatwelt traditioneller zu verteidigen und sich den Reapern direkt zu stellen. Sobald die Reaper auf Tessia gelandet waren, begannen sie mit der Ernte. Es folgte ein kurzes und blutiges Massaker an den Asari-Bodentruppen. Der Widerstand durch ausgebildete Biotikerinnen verlangsamte die Angreifer kaum. Am Ende führte die geringe militärische Präsenz auf Tessia in Verbindung mit der mangelnden Vorbereitung auf einen überlegenen Feind zum Untergang des Planeten. Krass. Die Schlacht um Ranoch. Oh. Da steht das, was wir vor ein paar Folgen gemacht haben, oder die Entscheidung, die ich getroffen habe über die Quarianer und die Geth. Wir lesen uns das mal kurz durch. Danach griffen die Quarianer die Geth-Flotte erneut an, in der Erwartung, einen stark behinderten Feind vorzufinden. Stattdessen reagierten die Geth mit nie gekannter Präzision und vernichteten die Jäger, die die Quarianer als Speer geschickt hatten. Das zwang die Quarianer dazu, andere Truppen früher einzusetzen als geplant. Als nächstes griffen die Geth die Quarianer von hinten mit einer zweiten Flotte an, die sie bislang zurückgehalten hatten, und vernichteten Teile der Lebensschiffe und die Zivilflotte. Die Quarianer wussten, dass ihre verbliebenen Lebensschiffe nicht lange durchhalten würden, wenn sie sich ohne Schutz zurückziehen mussten, und griffen mit allen Schiffen an, die sie hatten. Die Geth kämpften mechanisch und zerstörten Schiff um Schiff, bis die Quarianer schließlich verzweifelt flohen. Einige von ihnen entkamen, aber alleine und im Geth-Sektor auf der Flucht sind ihre Tage gezählt. Okay, so habe ich das gar nicht in Erinnerung. Krass. Ja, ja, so ist es. Liebe Leute, verzweifelte Maßnahmen. Na gut. Ja, da stehen wir jetzt. Der Untergang von Tessia. Krass. Gut. Wie geht's weiter? War das gerade Priorität? Das klang. Das hat sich so angefühlt wie eine Prio-Mission, aber ich glaube, es war keine. Priorität Horizon. Cerberus benutzt die Zuflucht auf Horizon möglicherweise als Tarnung für irgendeine geheime Aktivität. Landen Sie auf Horizon und suchen Sie in der Zuflucht nach Hinweisen auf Cerberus. Das wird wohl das sein, was wir gerade eben bekommen haben. Dahin fliegen. Alles andere sind wirklich wieder nur so Kleinigkeiten. Also das da, die Hesperia-Statue. Ziegeforschung. Das könnten wir nächstes Mal machen. Würde ich sagen, falls wir das finden können. Das würde ich gerne machen, weil das hier dazugehört. Ich habe nämlich so langsam das Gefühl, dass wir nicht mehr allzu viele Missionen haben, bevor das Spiel zu Ende ist. Jede Prioritätsmission, glaube ich, kann es am Ende führen. Theoretisch. Und ich denke, wir werden nächstes Mal das hier machen mit der Hesperia-Statue. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen.
Nächstes Mal geht's weiter und mal gucken, was passiert. Macht's gut, bis dann, eure Lucida. Tschüss.